euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es zwei FIFA 365 Produkte in einem Video. Ich weiß, ich habe beide schon einzeln ausgepackt, aber zusammen habe ich beide noch nicht ausgepackt. Ich habe das Premium Gold Pack, was 10 Euro kostet, und ich habe die Tin-Dose, die mehr als 10 Euro kostet, glaube ich. Ich glaube so 15 Euro, 12, 13 Euro. Ich bin mir nicht genau sicher. Wir werden auf jeden Fall beides auspacken. Premium Gold Pack mache ich als zweites auf. Wir starten zuerst mit der mit der Tin-Dose. Ich habe Limis gelesen, deswegen habe ich Limi irgendwie gesagt. Ganz komisch. Aber die Limi, die Limis, ey, ich bin so lost gerade. Die Tin-Dosen sind immer, kann man sich schön ins Regal stellen, auf den Schrank oder sonst wo. Wenn man das Innenleben rausnimmt, kann man auch die doppelten Karten, doppelte Sticker da drin aufbewahren. Und in dieser Tin-Dose haben wir, ich glaube, das müssten 10 Packs oder so sein. Hier, die Pappe kann man entfernen und zack, hat man eine schöne Aufbewahrungsbox. Und falls ihr auch Bock habt, die Tin-Dose oder sonst was im Panini Online-Shop euch zu besorgen, dann könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Der führt euch zum Panini Online-Shop und das muss ja jetzt nicht unbedingt auch die FIFA 365-Serie sein, sondern im Panini Online-Shop gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge zum Sammeln. Es gibt auch Magazine, es gibt Bücher, also die Welt von Panini ist riesig, 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 also gerne mal auschecken. Wir haben in dieser Tin-Dose Roberto Firmino und Kevin De Bruyne als limitierte Auflage gezogen. Boah. Ja, das ist natürlich ein Brett, ne? Das ist natürlich ein Brett. Erstes Pack in der Tin-Dose. Und besser kann man es nicht starten. Besser kann man es nicht starten. Invincible, Van Dijk, Kimmich, Courtois und Zumba Neymar. Sehr geil. Dickes GG. So soll es sein. Und wie viele Packs waren das? Ich glaube 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Packs. 10 Packs, die man hier in der Tin-Dose bekommt. Ajax Amsterdam und Tomori. Felix, Skriniar, Avila und Jack Grealish. Wenn ihr auch die Tin-Dose öffnet oder euch bestellt und dann öffnet oder schon geöffnet habt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ob ihr vielleicht sogar auch eine Invincible oder eine Topmaster-Karte gezogen habt. AC Milan Trikots, Game Changer Tadic, Ronaldo, Bednarek, Hernandez und Correa. Dann AC Milan Logo, Luka Modric und Bergwies. Dann Zadka, Kai Havertz und Süßmjak von Lech Poznań. Eine zweite wäre absolut wild. Ajax Trikots, Milan Skriniar, Coates, Koman, Fabinho und Rafinha von den, vom FC Barcelona. Barcelona, sage ich euch. So, Atletico Madrid, Lineup. Und dein Lieblingsland? Barcelona. Ah, Barcelona. Ich sehe das Video leider zu oft auf TikTok. Es tut mir leid. So, nächstes Pack. Übrigens, TikTok könnt ihr auch sehr gerne mal Packs im Light auschecken. Da bin ich auch wieder aktiv. PSG Logo, Mason Mount, Edwards, Mignolet, Mbemba und Bernardo Silva. Dann geht es weiter mit Olympiakos Piraeus, Beltran, Tadic, Salah, De Ligt und Thiago Silva. So, dann Lech Poznań, Heung-min Son, Aubameyang, Rodriguez, Ramos und Rodri. Und das letzte Pack von der Tin-Dose startet mit dem Juventus Turin Trikots mit Lewandowski Giant und Ruben Dias als Titan und die Bankskarten Jamal Musiala, Giroud und Ocampos. So, und jetzt haben wir noch dieses schöne Teil hier. Dieses schöne Teil, da druppen wir auf und da holen wir diese eine kleine, aber sehr feine Premium Goldtüte raus mit Courtois, Mendy, Vlahovic und Messi. Und in dieser Premium Goldtüte haben wir ein Premium Pack und ein paar schöne Kärtchen, nämlich 350 Coins, nämlich Premium alter Messi, Serge Gnabry und Pogba. Und wie geil sieht denn diese Messi-Karte aus?
Die Messi-Parte packe ich hier in den Top-Loader, ich sag's wie es ist. Die sieht geisteskrank aus. Aber hatte ich diese Karten auch im ersten Premium-Gold-Pack? Ich glaube nicht, oder? Pogba, Zert, Schnabri, ich weiß es nicht mehr genau. Messi sieht auf jeden Fall geisteskrank aus. Und Serge. Serge Berge. Und eine kriegen wir noch sogar. Nämlich genau hier drin in diesem Premium-Pack. Athletic Madrid, AC Milan und das ist Marquinhos. Marquinhos als Premium-Limi. Dann noch die letzten Karten. Karlström, Gavi, Calhanoglu, Hakimi, Richarlison, Marcelo und Bernardo Silva. Das war nochmal ein super Base-Pack hinten raus. Und insgesamt haben wir heute hier mit der Tindose und mit dem Premium Gold Pack haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Limis. Wir haben die Invincible gezogen. Einige Powerkarten. Also ein rundes, hoffentlich schönes Video auch für euch zum Angucken. Und genau, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus. Haut rein und tschüssikowski.